Hardwired. Fest verdrahtet mit der Live-Musik. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ne? Aber habt ihr eine Ahnung, was ein Musikpromoter so macht? Durch einen glücklichen Umstand, nennen wir es mal das Internet, kreuzen sich die Wege von Markus Eck und mir. Praktischerweise ist er seit 20 Jahren schon unter anderem als Promoter tätig und konnte mir etwas Licht ins Dunkle bringen. Ihr werdet hören, dass diese Podcast-Folge mal etwas anders klingt. Das liegt daran, dass unser Aufnahmeplan A nicht funktioniert hat und wir spontan auf Plan Z wie Zoom-Konferenz zurückgreifen mussten. Und das alles relativ spontan in meiner Mittagspause. Aber ein gutes Gespräch bleibt ein gutes Gespräch und deshalb bekommt ihr nun eure Neugier gestillt, spitzt die Öhrchen und viel Spaß damit. Heute habe ich einen Gast, der nicht nur sprichwörtlich die Metal Message verteilt, sondern sie auch im Rahmen seiner PR-Agentur lebt. Herzlich willkommen, Markus Eck von Metal Message. Hallo und sei herzlich gegrüßt, liebe Janine. Vielen Dank, dass ich heute bei dir Gast sein darf und ein bisschen aus dem Nähkästchen der weiten Musik- und Metal-Welt in Sachen PR und Promotion plaudern darf. Ja, dir dann auch erstmal herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum, das du schon hast mit deinem kleinen Unternehmen, kleinen Anführungszeichen, Metal Message. Gelernt hast du ja Maschinenbauer, wie ich aus deinem Podcast gehört habe. Ja, um es genau zu definieren, Werkzeugmacher. Das heißt heute Zerspannungsmechaniker. Aber es ist im Endeffekt, was du schon grob umrissen, es ging um Maschinenbau dabei. Und heute hast du ganz andere Werkzeuge zur Hand, beziehungsweise bist ja auch ein großer Schreiberling mit Reviews und so weiter. Aber bevor wir zu tief einsteigen, müssen wir erstmal aufklären, was ist denn ein Promoter, was macht der vor allem auch zu deiner Person, weil du machst ja nicht nur Promotion, sondern du gehst ja auch Richtung Management und allem. Da kannst du uns mal kurz aufklären. Ja, sehr gerne. Ja, letztlich, das ging ja los 97, 98, 99, als ich hatte ja eine Umschulung irgendwann nach einem Motorradunfall zum Industriekaufmann. Und da bin ich ins Büro dann gekommen, teilweise auch Arbeitsvorbereitung und habe dann den Maschinenbau mit dem technischen Einkauf verbunden. Und da bin ich dann in die große Office-Welt eingerückt und hatte natürlich nichts anderes zu tun den ganzen Tag, als Metal-Magazine und Mail-Order-Kataloge aus den Schubladen rauszuziehen, wenn sie es gerade ergab. Und habe da zu der Zeit schon gemerkt, da gab es immer mehr davon und teilweise war auch immer weniger Fachkenntnis zwischen den Zeilen rauszulesen. Und mich hat das damals sehr gestört. Und ich hatte aber gemerkt, ich habe ein Talent für Sprache und Schrift und Formulierkunst und habe mir dann zur Aufgabe gemacht, ich will da mitmischen und ich will es vor allem auch leidenschaftlicher und besser und irgendwann auch kompetenter rüberbringen. Und da sind meine ersten CD-Kritiken entstanden, teilweise noch handschriftlich, die ich dann per Fax an Plattenfirmen und Bands geschickt habe, die einen Fax hatten. Ja, und so nahm das seinen Lauf und ich habe dann relativ schnell gemerkt, das macht mir so viel mehr Spaß als alles andere, was ich da an Arbeit bisher im Leben mitbekommen hatte. Und das war der Startschuss, die Netzwerkerei, die Kontaktaufnahme in alle Welt, fand ich immer schon großartig faszinierend, nicht nur regional oder nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auf der ganzen Welt tätig zu sein und zu agieren. Und das ist das mit, was mich heute immer noch am allermeisten fasziniert. Da haben wir natürlich von den ganz großen Monopolisten im Social-Media-Bereich haben wir da tolle Tools mitbekommen, zum Beispiel Facebook. Es ist immer wieder faszinierend, wenn ich eine Facebook-Messenger-Nachricht nach Japan schreibe oder Australien oder Chicago oder egal wohin. Und es geht innerhalb von Sekunden und man kann da mit Leuten kommunizieren. Und da noch anzufügen, natürlich hat es viel von der Magie genommen, die den Heavy Metal in meinen Jugendjahren umgab. Also damals hast du eine Platte gekauft und du hattest nur die Platte. Du hast ein Bild gehabt von der Band, du hast das Logo gehabt, du hast das Artwork gehabt, du hast die Texte gehabt, die von den Songs und hast dann eine ganz eigene Aura, ein ganz eigenes Verständnis, ein individuelles von der Band aufgebaut. Und das hast du monatelang dann beim Hören der Platte in dir kultiviert und aufgebaut. Also das war schon mit auch verantwortlich, dass Bands, die damals für mich wirklich Kult waren, es auch heute noch sind.
sowieso bei mir, entweder was gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Wenn es mir gefällt, wird es mir immer gefallen. Und wenn es mir einmal nicht gefällt, wird es mir nie gefallen. Ich möchte nicht zu weit ausholen. Nicht, dass du mit den Hufen unten scharrst. Ich bin gerade schon total geblättert, weil aus deiner Aussage könnte man jetzt schon wieder fünf weitere Fragen bauen. Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass du sehr leidenschaftlich bei der Sache bist und du Musik jetzt nicht in Anführungszeichen einfach hörst, sondern auch diese Verpackung, die da mitkommt, dass das sehr wichtig ist für dich. Also sei es ja, Artwork, also generell von der Platte, dann vielleicht auch die Namensgebung, also dieses ganze, man sagt immer Look and Feel, ne? Und so ist es wahrscheinlich jetzt auch bei dir. Und ja, anhand deiner Sprachkunst, man merkt ja auch, wenn du redest, ne? Also du verpackst das alles schon wieder in Sätzen, die könnte man ja auch mal wieder in einen Internetblog oder so reinstellen. Ich wünschte, ich könnte das auch, aber ja, jeder dem seines. Ich möchte dann nochmal eher das Thema deine Tätigkeit aufgreifen, weil mir ist bis jetzt immer noch gar nicht klar, was du als Musikpromoter so machst. Und aus dem Internet bin ich tatsächlich auch nicht schlau geworden, außer ich habe viele Vorurteile gefunden. Promoter, die nehmen einem ja nur das Geld aus dem Säckel. Und ja, alles Oh in ja. diese Richtung habe ich gefunden. Stell mal das Image wieder her. Es ist dringend nötig. Sehr willkommene und sehr gute Frage. Es ist mir auch ein Anliegen, darüber zu reden. Klar, ein Promoter und Manager und sonstige Berufsstände und Sub-Berufsstände haben ein mega schlechtes Image. Das muss ich eindeutig zugeben oder bekennen oder sagen wir mal stellvertretend zugeben und bekennen. Auf mich trifft es ja nicht zu. Für mich sind letztlich diese ganzen sogenannten schwarzen Schafe sind dankbare Negativbeispiele. Das heißt, so wie die wollte ich sein, wollte ich nie sein, werde ich nie sein. Und natürlich kommt das nicht von ungefähr. In der Regel, dieses ganze Promoter-Ding, egal ob das Musik ist, ob das Sport ist, ob das andere Bereiche sind, es wird sehr selten aus Leidenschaft und Liebe gemacht. Es wird in der Regel wird das gemacht, um sehr schnell sehr viel Geld zu machen und um, sagen wir mal, die Künstler mehr oder weniger auszuplündern. Aber letztlich, ich bin hier nicht der Scharfrichter der guten Sitten. Bei mir war es eben so, ich kann da schon auch noch mal einen kleinen Anknüpfungspunkt machen mit den ganzen Magazinen, die sehr viel schreiben, aber viel zu oft viel zu wenig sagen. Bei dieser ganzen Schreiberei habe ich mir eben sehr schnell gemerkt, Mensch, Bands sind an mich herangetreten, der hat mich abgezockt, der Booker hat Geld genommen, hat nichts gemacht, na, auf Nachfrage wurde dann pumpig reagiert und so weiter und so fort. Und das ging eigentlich Hand in Hand. Als ich in die Metal-Welt so richtig dann eingetaucht bin, auf medialer Ebene, habe ich auch relativ schnell mitbekommen, wie viel Pusher, wie viel Blender, wie viel Schwätzer, und wie viel Gierhäse es da letztlich gibt. Und da leider in den ungünstigsten Konstellationen prallen dann oftmals Schlitzohren und Trickster treffen dann auf naive, liebenswerte, sensible Musiker. Das ist natürlich eine sehr, sehr schlechte Komponente. Und letztlich besteht auch nicht geringer Anteil von dem, was ich jeden Tag mache, bei meiner Bandbetreuung darin, meine Klienten eben genau vor solchen negativen Elementen bestmöglich zu schützen. Also die werden ja im Fachbereich oft als Rip-Offs gekennzeichnet und das trifft es eigentlich auch ganz gut. Es sind Abzocker. Und die gibt es mittlerweile gerade auch in der PR-Schiene. Im Metal gibt es da so viele. Seitdem die Möglichkeit besteht, sich einen Computer oder einen Laptop, sagen wir mal, erschwinglich leisten zu können, gibt es natürlich. Du kannst bei Instagram schauen, du kannst bei Facebook schauen. Es gibt überall diese Ebenen mit diesen Elementen, so nenne ich sie jetzt mal. Die einfach nicht anständig sind, die einfach zu spammen. Das ging ja mit dieser Spam-Scheiße, ging es ja eigentlich, sorry, die Gossenwortwahl, ging es ja Anfang der Nuller, ging das ja schon los. Es kam die E-Mail-Schiene auf, es kam die große Kommunikationsbandbreite auf. Und was ist passiert? 50% davon oder 60% haben es anständig gemacht, die wollten nur kommunizieren und 40% haben dann eben sich da parasitär angefangen zu verdingen und haben diesen Spam-Scheiß gestartet. Es kommt ja eigentlich aus dem Englischen, Spiced Ham. Das ist irgendwie so ein Kunstbegriff. Also da wird einfach wird abgezockt, es wird getrickst, es wird betrogen, es wird gelogen und so weiter. Und es gibt es halt in der PR-Schiene, gibt es eben auch sehr viel, um jetzt wieder den Bogen zu kriegen. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, du wirst derjenige sein, du wirst
Du wirst das Licht sein im Dunkeln, du wirst die leuchtende Wahrheit sein in all dem Gelüge und Geflunkere und Geschiebe und Gemache. Und da kann ich jedem nur raten, der sich in diese Sparte aufmacht, sei von Anfang an anständig, sei ehrlich, sei ultra anständig, sei ultra ehrlich. Es gibt da keine Kompromisse für mich. Wenn eine Band mir nicht gefällt, werde ich sie nicht promoten. Wenn ich merke, die Zusammenarbeit klappt nicht, dann breche ich sie ab. Also ich mache keine halben Sachen auf dem Gebiet. Aber das lasse ich dich wieder gerne zu Wort kommen. Ja, ich stelle mir gerade die Frage, wenn ich jetzt eine Band habe, und das ist auch übrigens immer noch ein heimlicher Traum von mir, also so Aufruf an alle. Nee. Ja, ab wann stelle ich mir denn die Frage, beziehungsweise ab wann bringt es mir was, einen Promoter an die Hand zu holen? Also sollte ich da vielleicht schon eine eigene CD haben oder ja, also CD heute auch sehr im virtuellen Sinne wahrscheinlich gemeint. Brauche ich schon so einen Grundstock an Material oder ab wann macht es denn Sinn, wo du sagst, da hätte ich jetzt mit meiner Fantasieband jetzt auch eine Möglichkeit, dass du mich erfolgreich promotest? Und was kriege ich denn da, wenn ich sage, also wenn ich an dich herantrete und sage, hallo, ich bin Janines Fantasieband und ich würde gern mehr Reichweite haben? Oder wie sieht denn generell überhaupt so eine Frage und Erwartungshaltung auch aus? Also wie gesagt, du merkst, ich habe keine Ahnung auf dem Gebiet. Das müssen wir Vielleicht ändern. ganz gut für unsere heutige Frage- und Antwort-Konstellation. Mein Riesenvorteil ist ja, dass ich schon so lange dabei bin. Ich habe ja 1978, 79 angefangen, erstmalig harte Musik zu entdecken und habe mich sofort Hals über Kopf verliebt. Und es ist eine Liebe geworden, eine beständige, dauerhafte Liebe. Ehrlich gesagt, die Liebe meines Lebens. Hatte ja schon doch einige Frauen im Leben, aber ja, der Metal war immer stärker. Sagt viel aus über mich, denke ich. Gut ist, wenn man das kombiniert. Grüße gehen raus an den Bassisten von Metakiller, den ich kürzlich geheiratet habe. Ja, möchte ich mich natürlich an, möchte ich mich mit herzlichen Grüßen und Glückwünschen anschließen. Danke. Ja, also ich bin der Allrounder schlechthin, würde ich mal sagen. Ich habe eben zwei IHK-Ausbildungsberufe erlernt und habe mir dadurch auch Akkuratesse, Disziplin, Genauigkeit, in Präzision, Zuverlässigkeit, also alle wichtigen Eckpunkte sozusagen, die man braucht, um als Ein-Mann-Armee, die ich ja bin, und die ich auch immer bleiben werde, aus gutem Grund, kann ich vielleicht später noch was dazu sagen, die habe ich mir da dabei auch lehren lassen. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn du so ein Allrounder heute bist wie ich, mir jeden Tag aufs Neue größte Mühe gebe, einer zu sein, dann nützt alle Leidenschaft und alle Liebe nichts, wenn du dein Handwerkszeug nicht beherrschst, also Zeitpläne, Zuverlässigkeit. Sagen wir mal auch, ja, Formulierkunst, eben Grammatik beim Schreiben, beim Kommunizieren, Überblick zu behalten, Notizen zu machen, mit wem hat man wann was ausgemacht, teils für jetzt, teils für später und so weiter. Das sind eben alles so Dinge. Und das sind auch immer die größten Mäkel- und Monierpunkte, die mir von Künstlern und Bands herangetragen werden, dass X oder Y oder Z ist unzuverlässig, hält seine Versprechen nicht ein, lässt nichts von sich hören, liefert nicht, macht keine Sache, ist eine Enttäuschung. Und dem wirke ich eben entgegen, dass auch auf dem Wege, dass ich nichts Falsches verspreche oder etwas, was ich nicht halten kann. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn du heute deine Janine-Fantasieband hast und du möchtest einfach durch jemanden wie mich promotet werden oder Starthilfe kriegen oder Tipps kriegen oder überhaupt mal reden, was ist Stand der Dinge, was ist die Situation? Gibt es schon ein Produkt, was man vermarkten kann, oder will man einfach erstmal auch nur Anfängertipps? Das Feld ist ja so dermaßen weit zu beackern, dass viele sich das einfach nicht vorstellen können. Wenn du heute eine Band hast, dann wirst du zuerst im Internet versuchen, mal ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Das heißt, du machst eine eigene Facebook-Seite. Ja, aber da geht es ja schon los. Wie ziehe ich die auf? Was sind da Tricks und Kniffe? Was für ein Foto ist gut? Ich sehe oft Bandfotos, da möchte ich in Ohnmacht fallen. Und um es einfach nicht mehr zu sehen. Aber es ist natürlich wie immer, wenn ich etwas sage, was Kritik mit sich bringt, ist nie böse gemeint. Sie wissen es halt in dem Moment nicht besser. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie sollen Sie auch? So, hätten Sie jemand wie mich oder jemand anders, der sich auch auskennt, ich bin ja nicht Mr. Universe, es gibt natürlich auch andere noch, die gut sind, aber wenn man zum Beispiel im Vorfeld, und jetzt kommen wir zu deinem Stichpunkt, den du anfangs ins Feld führtest bei der aktuellen Frage, wenn man an jemanden dann herantritt, der sich auskennt, der kann dann sagen, passt mal auf,
du bist so und so groß, du bist so und so groß, du bist so und so groß, du bist dick, du bist dünn. Also einfach die Band mal zu erfassen. Was haben die für eine Konstellation? Also wenn welche ausschauen wie, sagen wir mal, Chorknaben, die brauchen kein Death Metal Posing machen, jetzt mal überspitzt gesagt. Und wenn welche wiederum aussehen wie knallharte Biker, ja, die brauchen dann auch gar nichts anderes zu machen, sondern die sollen dann einfach so sein, wie sie sind. Aber letztlich diese Einschätzung, die sollte jemand treffen, der sich auskennt, um der Band von Anfang an beiseite zu stehen. Man kann da auch viel anrichten. Denn wenn ich einmal mich nach außen begebe in die Öffentlichkeit und ich verhunze und verbocke und vermurkse alles, indem ich eben nichts weiß, aber alles können will, ja, da kann man sich auch mehr schaden wie gut tun. Und da geht es bei mir los. Also der ganz kleinste Aspekt ist, ich mache diese Arbeit, was ich mache, mache ich ja nicht fürs Geld. Wenn ich fürs Geld arbeiten würde, dann wäre ich ja ganz woanders. Also die Expertise über die Jahre, die ich da durch meine Berufe bekommen habe, die war ja zum Schluss schon sehr komplex. Also ich hätte vieles machen können. Könnte jetzt 10- bis 20-fache von dem verdienen. Da mache ich gar keine Illusionen. Aber das soll nicht großkotzig klingen, sondern es soll eher bescheiden klingen. Ich wollte das ja eben gar nicht, sondern ich wollte mich da verwirklichen, wo es mir gut geht, wo ich mich freue, eine Tätigkeit auszuüben, einen Beruf, eine Berufung. So, und von dem her gesehen, weil ich aufs Geld jetzt eben nicht geil bin, sondern weil ich darauf angewiesen bin, nehme ich natürlich auch kleine Beträge. Ich habe da keine festgegebenen Regularien. Das heißt, wenn heute eine Band an mich höflich herantritt, höflich, respektvoll, sind wichtige Stichworte, da komme ich vielleicht auch noch dazu. Denn ohne das geht es bei mir nicht. Das gebe ich auch gerne. Ja. Dann kann Du ich willst sagen, pass jemand auf auf. Augenhöhe quasi. Also deine Ganz genau. Kundschaft, die soll genauso eingestellt sein im Idealfall wie du. Also auch jemand, der, also am besten, dass die ganze Band dann sehr leidenschaftlich ist mit ihrer Musik. Und die treffen dann auf dich als leidenschaftlichen Promoter und dann zündet es, ne? Also so habe ich dich verstanden, dass Ganz man halt genau. nichts machen kann. Also wenn jeder mit dem vollen Herzen dabei ist, dann funktioniert es. Aber ansonsten kannst du dann halt auch nichts machen, ne? Exakt so ist es. Ich hatte auch schon Fälle, wo völlig illusionäre Visionen in den Raum gestellt wurden, aber die wurden mir am Anfang eher verschleiert, um es nicht gleich ausarten oder ausufern zu lassen. Ich habe das dann relativ schnell mitgemerkt, dass da Sachen sich ausvisioniert werden, die sind so weit abgewiesen von meiner Underground-Liebe und von meinem menschlichen Aspekt, der mir so wichtig ist, dass ich tatsächlich, ich habe schon mal eine Zusammenarbeit auch abgebrochen, sogar schon ein oder zweimal oder dreimal in diesen 20 Jahren. Aber letztlich, mir blieb nichts anderes übrig. Denn wenn ich in der Früh an den Rechner gehe und meine erste Mail oder meine erste Message, meine Metal-Message in der Früh schreibe, dann möchte ich mich 0,0 ärgern im Idealfall. Und wenn ich mich 0,1% oder 1% ärgere, ja, okay, ohne Ärger geht's ja fast nie. Aber letztlich, richtiger Ärger entsteht nicht, wenn man sich auf Augenhöhe mit Respekt und mit Höflichkeit eben begegnet. Es geht um diese Wertschätzung. Ich möchte eine Band wertschätzen. Ich möchte sagen können, ich bin froh, dass ich für die arbeiten darf. Es fühlt sich toll an. Es ist eine sinnvolle Sache, was ich da mache. Von der Band wiederum möchte ich das, oder im Idealfall erhoffe ich mir, dass die mich schätzen, dass die sagen, sind wir froh, dass sich der uns angenommen hat. Das ist mir ja mit einer meiner wichtigsten Punkte. Wenn das nicht reibungslos läuft, habe ich keine Freude dran. Und dann kommt bei mir der Aspekt zum Tragen, ja, reich wäre ich eh nicht. Da will ich mich aber auch nicht ärgern müssen. Ja, genau so ist es. Dann ist es ja auch ein Geben und Nehmen auf beider Seite, ne? Okay, das verstehe. Jetzt überlege ich nochmal, meine Janine-Fantasieband, die hätte sich im Idealfall schon mal bei dir gemeldet, bevor sie die ersten Dinge gepostet hat auf Facebook, Instagram, YouTube und Co. So, jetzt hätten wir das gemacht und dann würden wir quasi gemeinsam eine Zukunftsvision ausarbeiten, quasi Ja. wo die Reise hingehen soll oder was realistisch ist, wo die Reise hingehen kann. Okay, und wo ist denn das Ende? Das Ich meine, Ende die nächsten ist. Metallica werde ich halt nicht, ne? Aber ich meine, das willst du den Leuten ja auch sagen, aber Da bin was ich ist denn immer, immer machbar? ganz offen und ganz ehrlich. Ist mir auch ganz, ganz wichtig. Das passt ja wieder sehr gut ins vorher ausgesprochene, sagen wir mal, Raster. Und in meinen Anspruch, den ich an mich selbst habe, in Sachen Realist zu sein und auch der Band eine realistische Einschätzung zu geben. Im Endeffekt, es ist bei jeder Band das Gleiche. Es sind ein paar Faktoren wichtig. Wenn die da sind, gibt es kein Ende der Reise, wenn die Faktoren günstig sind.
Aber wenn die Faktoren eben nicht günstig sind, das heißt, es hat nicht jeder dasselbe Talent. So wie du vorhin gesagt hast, du wünschtest dir, dass du, sagen wir mal, eloquenter wärst oder stärker. Ich hätte mir früher mal gewünscht, dass ich besser in Mathe oder Physik wäre. War ich aber nicht. Denn letztlich, ich pflege immer zu sagen, jeder kann etwas, manche auch vieles, aber keiner kann alles. Und ich habe halt diese Gabe eben, dass ich in Sprache, in Wort und Schrift bin ich einfach, ja, das ist eine Gabe. Ich hatte in der Schule in Deutsch und Englisch immer Einser. Ich hatte nie was anderes wie Einser. Mathe und Physik immer nur Vierer. Also da war relativ schnell mir in jungen Jahren schon klar, okay, dann schau, dass du da irgendwann hinkommst. Aber den ersten Beruf mit 15, den lernst du nicht, weil du dir den ausgesucht hast damals. Also ich habe 1983 meine erste Lehre begonnen, sondern da rutscht dir halt rein. Da spielen auch Faktoren rein. Ich glaube, Sozialer das kennt Stand, jeder, so ja. und so weiter und so fort. Und das ist von der Band, ist es gar nicht so weit entfernt. Eine Band, wenn Pech hat, rutscht sie in die falsche Schiene, sagen wir mal vom Stil her oder vom Image. Und hat dabei ganz andere Qualitäten, ist sich dessen aber nicht bewusst, vielleicht und so weiter und so fort. Und letztlich hängt es dann davon ab, wie die Faktoren mitspielen. Trifft die Band auf jemanden, der sie zu ihrem Glück zwingt, sagen wir mal in Anführungszeichen, oder der sie auf die richtige Schiene führt, weil er sagt, das, was ihr da macht, ist schon super, macht so weiter, oder ey, es passt nicht zu euch, oder da bin ich eben wieder im Spiel, wenn wir auf das Thema wieder kommen. Ich kann schon relativ schnell analysieren, wenn meine Band, da reicht mir ein Song, da ist mir auch die Tonqualität scheißegal, sondern über die Jahre habe ich schon ein Gehör entwickelt. Da höre ich schon raus, können die was oder nicht. So, wie sehen die aus? Wie stellen die sich hin? Haben die überhaupt das Zeug dazu, sagen wir mal, sich als Band zu repräsentieren? Es gibt ja oft auch Bandfotos, wo du siehst, die stehen mächtig böse dran. Aber es ist nicht echt, sondern die Pose wirkt gestelzt. Sie wirkt, manche überhöhen sich auch künstlich selbst auf irgendeine Art und Weise. Ob das jetzt böse ist, brutal oder ob sie auch zu sehr in die Gaudi- oder Fun-Schiene abgleiten, weil sie möglichst sympathisch für alle sein wollen. Also das Feld ist so dermaßen weit, da könnte ich ganze Bücher drüber schreiben. Das denke ich mir. Letztlich sollte es im Idealfall so sein, im Idealfall sollte es so sein, dass die Band sich ihrer selbst und auch ihre Stärken vollauf bewusst ist, dass es in der Band einen Leader gibt, ein Sprachrohr, der trotzdem, sagen wir mal, demokratisch mit den anderen kommuniziert und dass sich die Rollen klar rausverteilen. Die meisten Bands scheitern an sich selbst, von den anderen Faktoren mal abgesehen, denn Ego-Tripper und Querköpfe und Beleidigte, da gibt es gibt ja Zehntausende von Bandhistorien. Und warum haben es Maiden geschafft oder Metallica oder Saxon oder Slayer oder Def Leppard? Die haben es deswegen geschafft, weil die halt das Glück hatten. Es ist wirklich da Glück, ist viel Glück im Spiel, dass sie einen Leader hatten in der Band, der die Truppe anführt. Und dass sie sich auch menschlich gut verstehen und dass sie von Anfang an zusammen an einem Strang ziehen, was die gemeinsame Vision angeht. Und letztlich muss ich auch noch ergänzen, um wieder die Kurve zu kriegen. Letztlich war bestimmt auch ein oder zwei Personen im Spiel, die der Band von Anfang an als Steigbügelhalter tätig waren und die den Laden auch mitgeholfen haben, zusammenzuhalten. Also diese Faktoren spielen da immer eine Rolle. Aber zurückzukommen zur Janine-Fantasie-Band, wenn die an mich herantritt, dann kommen eben genau all diese Erwägungen, diese Einsichten und auch diese, sagen wir mal, Konkretisierungen von meiner Seite aus zum Tragen, dass ich eben sage, so sieht's aus und so ist es gut oder nicht und so oder so sollte man es machen, wenn es gut werden soll. Okay, das heißt, jeder formuliert erstmal ganz kurz, auf welchem Stand man ist. Also wenn ich sage, hier, meine Janine-Band hat gerade frisch gestartet, ich habe schon eine Facebook-Seite und den Rest und schau dir das mal an, ich will ungefähr da und dahin. Und dann nimmst du dir kurz Zeit, machst dir Gedanken und dann telefonierst du mit den Leuten. Was ist da so dein übliches Prozedere bei der Sache? Ja, kann man nicht verallgemeinern und pauschalisieren, denn die einen telefonieren nicht gern, die nächsten sind total telefongeil, der nächste tut sich schwer beim Schreiben, weil ich habe mir ja Zehn-Fingersystem als Autodidakt mit sklavischem Training selbst beigebracht. Das war mein Ziel von Anfang an, dass ich gesagt habe, wenn ich hier einen Computer ins Haus hole, dann werde ich kaum Zehn-Finger-Adler-Suchsystem machen, sondern dann gehe ich es gleich professionell an. Und es müsste so 1999, 2000 rum gewesen sein, dass ich mich das erste Mal hingehockt habe,
und habe da meine Gehversuche gemacht. Ich habe natürlich bei der Umschulung zum Industriekaufmann hatten wir sogenannten Schreibmaschinenunterricht. Der war tatsächlich damals noch auf mechanischen oder auch elektrischen Schreibmaschinen im Wechsel. Aber es war so eine Art Crashkurs. Richtig zu schreiben kannst du dir nur selber beibringen durch Übung, 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 Übung. Und mein Anspruch war an mich selbst, ich möchte, wenn ich richtig musikjournalistisch dann am Start sein werde, möchte ich so schnell schreiben, wie ich denke. Denn sonst werden die Reviews holprig. Denn du denkst ja schneller dann, als du schreibst, und dann bist du dir selber im Weg und am Endeffekt versuchst dich zu erinnern, was du vorher gedacht hast, und schreibst es dann, hast dann aber schon wieder neue Gedanken. Und ich lese das oft, wenn ich Webzine-Reviews zum Beispiel lese, wo ich mir denke, der Arme oder die Arme hat sich sehr schwer getan, das mit den Fingern reinzukriegen, was er eigentlich gedacht hat. Ja. Und so ist es eben auch bei vielen Bands. Ich sage immer, gute Bands sollen gute Musik machen, aber die müssen ja nicht gut 10-Fingersystem schreiben können. Wenn mir heute einer sagt, ey, die ganze Scheiß-Tipperei und Schreiberei, habe ich keinen Bock drauf, lass uns funken oder skypen oder zoomen oder so, sage ich, klar, kein Problem. Also mir ist es da relativ egal. Hauptsache, man kommt zueinander, man trifft auf eine konstruktive Ebene der Verständigung und geht Hand in Hand durchs ganze Metalland, jetzt mal salopp gesagt. Ja, das hat sich gut gereimt, auf jeden Fall auch. Ich hatte gerade so kurzes Kopfkino darüber, wie schnell du eigentlich schreiben musst mit deiner Tastatur und Zehn-Fingersystem, weil du bist ja auch sehr schnell im Reden und im Formulieren. Da dachte ich mir, wenn das dein Anspruch ist, da Ja, mitzukommen, dann bist du ja. wahrscheinlich sogar noch ein Quäntchen schneller als ich und ich auch als gelernte, ja, Bürokauffrau. Ne? Ja, ich muss aber da entschärfend ins Felde führen. Es hat lange Jahre gedauert, bis ich überhaupt flüssig 10 Finger schreiben konnte. Also ich weiß am Anfang, zur Erheiterung der Zuhörer, am Anfang haben meine Finger natürlich immer zwei Tasten genommen, bis du das mal heraus hast, welcher Finger wirklich welche Taste. Und den Break-Even-Point, den hatte ich dann sozusagen, also den Knackpunkt habe ich dann überwunden, als ich mir, das weiß ich noch, ist auch nett darüber zu erzählen, weil vorher musst du überlegen, der Finger nimmt jetzt die Taste. Und du musst dann immer beim Schreiben dich auf den Finger konzentrieren, der soll jetzt die Taste nehmen. So, und du hast es dann irgendwann geschafft mit der Schreiberei, wenn du nicht mehr überlegen musst, welche Taste du gerade drückst, sondern wenn die Finger einfach die Tasten nehmen. Und ich habe auch gemerkt, oftmals suche ich eine Taste und finde die gar nicht, aber der Finger wird sie finden, wenn ich die Hand an der Tastatur habe. Das sind so kleine Wie beim nette Einblicke. Klavierspielen oder generell wie bei Instrumenten, ne? Also von daher, ich meine, das Ding Aber heißt nicht umsonst Keyboard auch, ne? Also von daher passt das wahrscheinlich und auch ganz gut. nochmal ein kleiner Ergänzer. Also ich war verbissen. Ich war wirklich verbissen. Ich war besessen. Ich habe nicht aufgehört. Ich habe geschrieben, 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 geschrieben. Und auch wenn's, ich kann nicht den Leuten auch gerne mitgeben, die ähnliche Ambitionen hegen, auch wenn es jahrelang nicht zu klappen scheint. Irgendwann geht's. Der menschliche Körper funktioniert einfach so. Der Artist, der trainiert auch jahrelang. Ein Seiltänzer oder ein Salto Mortale Künstler oder einer der Balanceakte zelebriert vor Publikum. Ja, er kann es nicht von heute auf morgen. Das ist überhaupt eine generelle Lebensweisheit, die mir über die Jahre geholfen hat, sehr viel selbstsicherer zu werden. Nicht nur selbstbewusster. Das wird oft verwechselt, wenn man sagt, oh, der ist aber selbstbewusst. Das sagt ja gar nichts aus. Selbstbewusstsein kann auch sein, wenn einer sagt, ich bin naiv und schüchtern, dann ist er auch selbstbewusst. Er ist sich dessen bewusst. Also ich rede da viel lieber von Selbstwertgefühl und von Selbstsicherheit. Also von heute auf morgen geht in den wenigsten Fällen was. Ob das Autoführerschein ist, Autofahren ist, ob das eben diese Keyboard-Schreiberei ist, ob das überhaupt Lebensphilosophie oder Lebensweisheit oder Lebenserkenntnis ist, immer schön Zeit lassen. Und das kann ich auch den Bands gerne mitgeben, um dann kurz einen Klammersatz zu bilden. Nicht von Anfang an gleich alles übers Knie brechen wollen, nicht die Welt erobern wollen, Zeit lassen. Lieber stabile kleine Brötchen backen, die irgendwann ein Riesen wecken, ein Riesenleib werden können. Aber Ja. dir gerne wieder das Wort. Ja, Weil ich rede schnell, das weiß ich. an der Und viel. Stelle wollte ich mich auch bei dir bedanken für das komplette Gespräch. Also mit Blick auf die Uhr, ich kriege gerade tatsächlich hier vom Programm gemeldet, dass ja, wir weniger als 1 Minute Zeit haben und ich nochmal hier ein Upgrade hätte machen müssen. So, da sind wir wieder nach einem ganz kurzen, klitzekleinen technischen Aussetzer. Man muss nämlich dazu erwähnen, als wir vorhin eingestiegen sind, hat Plan A nicht funktioniert und wir sind auf Plan B gewechselt. Alles super spontan und alles ja, während meiner Mittagspause. Wir wollten aber, leidenschaftlich wie wir sind, uns die Chance auch überhaupt gar nicht nehmen lassen, dass wir heute miteinander quatschen, weil heute irgendwie ein guter Tag dafür ist. Ne? Da Oder kann was ich mich sagst nur du dazu? anschließen. Da Ja. bin ich voll und ganz dabei. Macht riesen, riesen Spaß mit dir. Sehr viel Freude. Fühle mich auch pudelwohl.
Sehr schön, darauf kommt es an. Ja, ich habe es eingangs erwähnt, du bist selbst Podcaster. Stell doch deinen Podcast mal ganz kurz vor. Ja, der heißt Iron Talks, die eisernen Dialoge, die eisernen Gespräche, die eiserne Attitüde. Das kann man vielerlei Weise interpretieren. Ich bin auf den Namen relativ schnell gekommen. Ich habe mir überlegt, wie könnte es heißen, und ist mir auch sofort eingefallen. Und dann war der Name auch schon da. Und drauf gekommen bin ich, weil, ja, das ist wieder typisch für mich, weil ich eben alles andere bin als großkotzig von meinem Wesen her, von meinem Naturell. Ein Kumpel hat mich da drauf gebracht. Der hat gesagt, hey, du quatsch doch wie ein Einser. Mach doch auch mal einen Podcast. Naja, weiß nicht. Ja, und dann haben wir nochmal drüber geredet. Für mich war dann klar, dass es gar nicht so teuer ist, sich ein relativ gutes, stabiles Mikrofon anzuschaffen. Und mehr habe ich ja nicht gebraucht, weil den Rest habe ich alles im Kopf und auf den Stimmbändern, und im Formuliervermögen sozusagen. Und da waren auch dann die ersten Themen relativ schnell klar. Und ich habe auch da keine halben Sachen gemacht. Ich habe mir von Simon von Running Death, die Thrasher, habe ich mir ein Intro komponieren und einspielen lassen und ein Outro und so weiter. Und bin mit den Folgen auch sehr, sehr happy. Allerdings habe ich von Anfang an die Planung gehabt, es wird eher klein und fein bleiben, wie Metal Message selbst auch. Ich werde es nicht inflationär machen, dass ich jede Woche eine Folge mache. Darauf kommt es mir gar nicht an. Also ich habe lieber 20 oder 50 Hörer, die es gerne hören, als für eine kurze Zeit Hunderttausende, die dann auch wieder weg sind. Das war nie mein Ding. Auch da wieder meine Einstellung eben. Class instead of mass. Ja, das kann ich sehr gut nachfühlen, weil bei mir ist es genauso. In meiner Folge 0 habe ich auch ganz kurz erklärt, dass es eben auch ein Hobbyprojekt ist. Und ja, wie es mit Hobbys so ist, die betreibt man einmal ein bisschen stärker, dann mit der weniger. Aber die Folgen an sich, die sind für immer im Internet, hoffentlich. Und deswegen sollen die auch so wertvoll wie möglich sein. Also ich glaube, da geben wir uns beide nichts von unserer Einstellung. Da sind wir auf Das denke einer ich auch. Wellenlänge. Genau, ich werde für jeden auch mal die Folge 0 verknüpfen. Da hört man auch noch mal, ja, so circa 45 Minuten waren das, glaube ich, alles über Markus und wo er angefangen hat als Kassettensammler und wie das dann losging mit allem drum und dran. Nochmal, wie er auch angefangen hat zu zeichnen. Das ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben. Ja, und wer dann weiterhin natürlich Lust hat, und ich gehe davon aus, dass es mal wieder alle sind, ne? Da hört sich dann auch noch die weiteren Folgen an. Vor allem die mit Running Death, die fand ich sehr, sehr cool. Also auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner, den du da hattest. War sehr, sehr Absolut, gut. an den gehen gerade herzliche und auch liebe Grüße raus. Ein wertvoller Mensch, ein begnadeter Musiker und einer der besten Freunde, die ich je im Leben haben werde. Das ist doch mal sehr schön hier zum Abschluss. Ja, dann findet man dich natürlich auch im Internet. Ne? Du hast eine Internetseite. Wie gesagt, das packe ich alles in die Shownotes. Jeder kann und darf sich gerne informieren an alle junge Bands da draußen. Ja, denkt an Janines Fantasieband und wie weit sie jetzt wohl wäre, wenn sie rechtzeitig Markus Eck hier konsultiert hätte. Ja. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich und überlasse dir noch das Schlusswort. Ja, ich fühle mich geehrt und ich fühle mich wertgeschätzt, um den Sack jetzt zuzumachen und auch wieder auf vorherige Worte anzuknüpfen. Es ist einfach eine wunderbare, eine erhebende und letztlich auch eine beglückende Erfahrung, um es mal ein bisschen blumig zu formulieren. Im Heavy Metal habe ich mein Glück gefunden. Da gibt es immer wieder ganz, ganz tolle, ganz leidenschaftliche, tiefsinnige, loyale Menschen und Charaktere. Und deswegen werde ich es so weitermachen als Ein-Mann-Armee. Genau, da kann ich jetzt zum Schluss noch anfügen. Gerade weil mir meine Sache so wichtig ist und weil es mir so wertvoll ist, mache ich es alleine, dann weiß ich, was ich habe und da verlasse ich mich auf mich selbst und da bin ich nie verlassen. Und dir einen großen Dank und auch eine Wertschätzung für Vielen deine Dank. Mühe, die du dir heute gegeben hast, wobei ich das nicht als Mühe titulieren möchte, sondern für die Freude, die du heute mit mir gehabt hast, die wir uns gegenseitig gemacht haben. Ich lasse noch einen raus zum Schluss. Das ganze Jahr über hört man es von so vielen Seiten, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich habe das umformuliert als positiver Mensch. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und letztlich kann ich auch wieder einen Brückenschlag machen zur PR-Arbeit mit meinen lieben und guten Bands. Da gilt es auch. Man macht sich gegenseitig Freude und hat dabei auch noch Erfolg. Was Schöneres kann ich mir zumindest im beruflichen Sektor ja gar nicht vorstellen. Da hast du recht. In diesem Sinne,
Macht's gut, ihr da draußen. Und mach's gut, Markus. Heavy Metal is the law.